Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zum Gaming Sizzle. Ich bin der mit dem Arschkinn und ich bin hier, um euch zu entertainen. Heute möchte ich euch mit meinen absoluten Lieblingsspielen meiner jungen Kindheit vertraut machen. Insgesamt sind es 7 Spiele. Los geht's! Platz 7! Oh. Platz 7 ist Kingdom Hearts. Das habe ich immer auf der Playstation bei meinen Großeltern gespielt. Zu Hause durfte ich das nicht. Das habe ich auch total geliebt und ich hatte das ganz lange viel gespielt, aber ich bin an einer Stelle nie weitergekommen, wo ich durch irgendeinen Tunnel musste oder in so einen Scheiß. Und seitdem habe ich es nie wieder gespielt. Einleuchtend. Naja. Platz 6. Duke Nukem 3D. Das ist immer noch eins der geilsten Spiele überhaupt, finde ich. Ich spiele es immer noch sehr gerne. Da drüben ist mein Zimmer und da spiele ich es immer noch ziemlich oft. Wie gesagt. Das habe ich früher, als ich 6 oder 4 oder sowas war, immer gespielt. Also ich hatte immer Angst vor diesen Monstern. Ich bin immer mit vollster Vorsicht immer so 10, also zentimeterweise vorangelaufen. Damals hieß das noch auf Mac und da war das nur noch gerade so flüssig, glaube ich, oder noch nicht mal. Und das ist für so ein Spiel von 1950 oder so ein Scheiß. Natürlich nicht, aber sehr heftig. Platz 5. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Platz 5. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 oder 2. Beides eigentlich, aber Hauptsache 3. Darin war ich immer der Beste, obwohl mein großer Bruder, der Einzige war, mit dem ich das zusammen gespielt habe, mich immer fertig gemacht hat. Aber ich habe es immer geliebt, als ich das gespielt habe, ich habe immer nur daran denken können, so wie ich jetzt so richtig heftige Moves machen kann. Und als ich immer mit meinem Bruder gespielt habe, habe ich immer so gesagt, ey, ich kann was Neues und du weißt es nicht und ich mache dich jetzt fertig. Und er hat mich trotzdem fertig gemacht, aber egal. So ein Scheiß, also... Ich hatte echt viel Spaß damit. Also das kann man echt nicht einer sagen. Nun verpisst ihr. Okay, Entschuldigung. Platz 4. Schach. Spaß. Entschuldigung. Platz 4. Die Unglaublichen. Ich war immer der größte Fan von den Unglaublichen. Ich habe immer diese Filme geguckt. Ich habe die geliebt. Wie nichts anderes. Platz 3. Der Herr der Ringe. Schlacht um Mittelerde. Oh. Ich war immer schon... Also das... Wie ich euch vielleicht schon mal gesagt habe, war ich schon immer der allergrößte Tolkien-Fan oder Herr der Ringe-Fan, sage ich mal so. Weil das hat angefangen, als ich mit 3 oder so schon Herr der Ringe geguckt habe mit meinem Bruder nachts heimlich. Und ich fand das immer so toll, allein schon als ich 3 war, das ist komisch, ne? Aber irgendwann als ich dann nach Hause gekommen bin und mein Bruder dieses Spiel hatte, wovon er mir erzählt hat, dass man da eigene Krieger erstellen konnte, was ich dann rausgestellt habe, was man nicht konnte, aber was trotzdem ein geiles Spiel war. Habe ich es mir irgendwann angeguckt und ich fand das so cool und ich wollte auch unbedingt mal. Ich durfte die ganze Zeit nicht, aber irgendwann durfte ich mal, einfach so. Und als ich das dann gespielt habe, ne, ich konnte nicht mehr aufhören. Und das habe ich echt jahrelang gespielt, weil ich das so toll fand. Ich habe das Spiel so geliebt. Ich meine, die Story war einfach so perfekt umgesetzt und Moria allein schon am Anfang. Also ich weiß auch nicht, ich kann das nicht in Worte fassen. Platz 2. Tony Hawk's American Wasteland. Das ist so ein Skater-Spiel, wie ihr bestimmt euch denken könnt und das, was an diesem Spiel so besonders ist. Einmal, ich habe es wie alle anderen, wie ich gerade schon gesagt habe, geliebt und so. Aber das ist halt, das Geile an diesem Spiel ist die Story. Und dass man da so geil skaten kann. Aber hauptsächlich die Story, die ist einfach so perfekt. Als ich das gespielt habe, während ich dieses Spiel gespielt habe, hatte ich so viele gemischte Gefühle. Ich habe immer so rumgeheult, wenn ich irgendwo nicht weitergekommen und sowas. Und ich war richtig wütend. Und ich war richtig glücklich, wenn ich zum Beispiel an so einer bestimmten Stelle weitergekommen bin oder irgendwas geschafft habe. Und ganz am Ende fand ich so eine Kussszene total toll. Das klingt komisch, ist aber so. Auf jeden Fall, ich habe das Spiel so geliebt. Und ich habe mir überlegt, dass ich meine Kinder nach diesen Skatern benenne. Und da ging es langsam echt zu weit. Naja. Platz 1. Oh yeah. Platz 1. Age of Mythology. Oh. Age of Mythology war das Spiel meiner Kindheit. Also ohne das wäre ich jetzt ungefähr genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt bin. Also ein cooler Junge, der cool ist. Naja. Auf jeden Fall wollte ich immer schon so sein wie diese Figuren in diesem Spiel. Zum Beispiel dieser türkische ägyptische Gott. Dieser ägyptische Gott. Ich weiß nicht, Osiris oder so. Ich wollte immer so sein wie er. Ich fand ihn so toll. Ich fand das ganze Spiel so toll. Ich habe alles, was man darüber wissen kann, gewusst. Mehr als das sogar.
Und das hat mir sogar ein bisschen was geholfen, so im Geschichtsunterricht oder sowas. Ich habe das Spiel so geliebt, so krankhaft. Ich meine, ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören, dieses Spiel zu spielen. Das kann man echt nicht fassen, wie ich das gesuchtet habe. Und, weiß nicht, ich kann das einfach nicht in Worte fassen. Ich glaube, das reicht, was ich gesagt habe. Ihr könnt schon verstehen, was ich damit meine, dass es mein Leben ausgemacht hat und all sowas. Naja, das war's mit meinen Top 7. Nun seid ihr an der Reihe. Schreibt eure Kindheitsspiele oder Spiele eurer Kindheit oder wie ihr es auch nennen vermögt, in die Kommentare, ja. So, ihr schreibt einfach eure Spiele in die Kommentare, die ihr früher geliebt habt. So wie ich meine geliebt habe. Schreibt sie in die Kommentare und was auch immer. Was auch sonst. Egal. Zeugs. Naja, das war's mit dieser Folge vom Gaming-Sessel. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.